Hey meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Es geht weiter mit Claires Todesrennen. Und zwar, wenn wir hier ins Journal gehen, das ist die Mission The Beast in Me, lies Claires Nachricht. So, das machen wir auch einmal. Ins Telefon. Also, Final V. Müsste das Rennen 3 von 3 sein. Freue mich schon, wir treffen uns in Charter Hill. Ja, schließt das große Rennen ab. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bidam. Ich wollte jetzt mal gucken, ob wir erstmal ein bisschen Munition herstellen können, weil uns fehlt da doch einiges. So, da machen wir einfach so viel wie geht. Hier auch. Okay, mehr ging. Ach so, Maximum erreicht. So, damit müssten wir voll sein. Jawohl. Okay, Schnellreisepunkt oder Auto. Da haben wir einen Schnellreisepunkt und wir müssen Heidewitzka da unten hin. Ja, dann gehen wir natürlich zum Schnellreisepunkt. So, dann nehmen wir den hier. Luxus-Apartment. So, da wären wir auch schon. Ruf Claire an. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Danke, Chunga. Claire, hey. Das Finale steht bevor. Der große Tag. Ganz genau. Kommst du? Ich bin schon da. Ja, aber warte. Diesmal jagen wir den Highway runter. Also brauchen wir eine Maschine mit Feuer. Du hast die Wahl. Deins oder meine Bestie. Würde ja fast sagen, wir nehmen die Bestie. Es wäre ja zu einfach, irgendein krasses Ding von uns zu nehmen. Ich will die Bestie. Gute Wahl, ha? Huh? Wird dir nicht leid tun. Treffen wir uns am Start? Genau. Warte dort auf mich. So, dann warten wir doch mal. Auch ein cooles Teil, der hier. Du bist dran, Samson. Lass mich in Ruhe, du Irre. Keine Reue? Kein bisschen? Absolut keine. Claire, hör auf. Lass die Konzernratte in Ruhe. Glaubst du, du kommst hier lebend raus? Claire! Deine neue Fahrerin? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Claire hält ihre Partner nicht lange am Leben. Du Hurensohn! Ist doch so. Dean war als Fahrer so scheiße wie als Ehemann. Hat immer zu viel auf einmal gewollt und dafür bezahlt. Mach dir nichts vor, Claire. Ich hab ihn nicht getötet. Sein Ego war's. Du bist nichts als Abschaum, Samson. Claire, das reicht. Wir haben ein Rennen vor uns. Du bist dran. Fick dich.
Komm jetzt, spar dir den Dampf für später. Willst du mir einen Gefallen, wie? Was denn? Häng dich an ihn ran und bleib da. Ja. Ich würde eher sagen, wir bringen den nicht um. So, erstmal das Rennen gewinnen. Let's go. Weg da. Ah, scheiße. Ich sollte vielleicht nicht schießen beim Fahren. Konzentriere mich mal lieber auf Farben. Mann, ey. Wir haben noch 11 Checkpoints. Ich will den nicht umbringen. Nee, wir fahren weiter. Das war die Kurve. Ich weiß. Ich fahre zur Ziellinie, Claire. Zum Teufel hast du getan. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein, verdammt. Nee. Ich habe das schon mal gespielt und habe den Weg genommen und die bringt den, glaube ich, am Ende um. Hast du nicht gepackt?
Und diesmal wollte ich mal gucken, was passiert, wenn wir einfach das Rennen beenden. Teufel hast du getan? Das Rennen beendet. Das war meine einzige Chance, kapierst du es nicht? Halt an! Ich soll raus! Okay, krass. Naja, wir haben unser Bestes gegeben. Nichts gegen dich, aber ich muss jetzt allein sein. Okay? Klar! Jetzt zufrieden? War's das wert? Claire, beruhige dich. Ich hab dir nur Ärger erspart. Claire, ich hab dich gerettet. Was? Du hast mich? Nein, ihn hast du gerettet. Und jetzt werde ich ihn niemals in die Finger kriegen. Hast du das Traumateam vergessen? Wenn er einen Unfall hat, kommen die voll chrom und bewaffnet bis an die Zähne. Du hast mir die einzige Chance genommen, meinen geliebten Mann zu rächen. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich bin weg. Ja, ich glaube aber, die meldet sich nach einem Tag und dann kriegen wir das Auto trotzdem. Wahrscheinlich sagt sie noch, sie hat drüber nachgedacht, wir haben recht. Okay, kann ich nicht einsammeln? Nee. Nee. Gut, okay, dritte Rennen beendet. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schön, wenn du bis zum Ende eingeschaltet hast. Wie immer würde es mich natürlich riesig freuen, wenn du mir ein Like und einen Kommentar da lässt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und bis dann.